Schutzscheibe, Schwamm. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Seife, Wasser, Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Die Motorhaube. Nee, ist klar. Ja, ja, das Wasser konnten wir ja schlecht mitnehmen. Wahrscheinlich. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Tja. Die Tür. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Wenn wir nur genügend Schlüsse hätten. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Das bist du auf keinen Fall. Verdammt. Joa, hier runter geht's nichts. Hämmer. Ja, gut, langsam gehen mir die Optionen aus. Gizmo. Können wir uns von ihm vielleicht verhaften lassen? Verhaften lassen von Gizmo? Warte, ich hab grad eine Idee. Türknopf. Das sitzt auch so schon fest genug. Ich wollte doch nur ein bisschen Feuer machen. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Oh, schade. Irgendwas, was wir reinwerfen können. Karton. Das muss nicht dürfen. Ja. Ja, die Idee mal im Hinterkopf behalten. Gizmo, kleines Fesselspielchen. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Okay, dann halt nicht, vielleicht ein fieser Anschlag auf Gizmo mit dem Gizmo Bohrer. Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht... Dr. Okay. Gizmo, was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Wenn der richtige Mensch vor Ort ist. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereinige alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Aha. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast zu schön, um wahr zu sein. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Tja, das war wohl nix. Worauf warten Sie?
Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Tja, das ist ein Argument. Ich werde Sie retten. Brauchen diesen Kaffee. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So ich habe zwei Zutaten für einen Kaffee. Ich arbeite dran. Ich habe schon zwei Zutaten dafür. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müssten sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Aufputschmittel aus der Apotheke? Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Jetzt hat er den Hinweis auf seine Apotheke gegeben, aber wie kommen wir da hin? Mir gehen langsam die Optionen aus. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken, wirklich gar nichts. Mit dem Bürgermeister, mit Wenzel können wir nicht reden. Wollen wir auch nicht. Hier kann ich immer noch nicht Feuer legen. Ja. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Dann lasse ich es erstmal offen. Vielleicht brauchen wir es später noch. Zur Poststelle. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Die Uhr am Öffnungsschild. Öffnungsschild. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Zettel? Um 63 Uhr vielleicht? Das muss nicht gewartet werden. Na, irgendwie doch. Irgendwie muss es doch. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Also. Das sitzt auch so schon fest genug. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch. Okay. Das sitzt auch so schon fest. Na dann. Gizmos Arztpraxis. Arztpraxis. Da hängen wir wohl heute fest. Handschellen. Ja, hier Arztpraxis, da, Arztschrank. Prinzipiell müsst ja hier... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösser. Ja, wir wissen's. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Kopfkatz. Gott sei Dank bin ich ein geschickter. Bist du nicht. Aber hier irgendwo sind doch die Fußschellen wieder. Hier müssen doch irgendwo hingefallen sein, wie was, wann Feuerlöscher vielleicht. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Das ist aber halb so. Ich bin ja. Ja, was tun, was machen, was... Nein.
Dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Momente. Ja, wie, wo, was, wann? Nein, dies ist dann der Moment. Ja, an den Baumfesseln vielleicht. Da besteht keine Flucht. Ja, also... Da unten der Feuerlöscher, können wir mit dem noch was machen? Da besteht kein... Keine Fluchtgefahr. Was machen wir damit? Da oben ist doch was. Wie kommen wir da ran? Die Kasse, Hebel, Feuerwehrschrank. Nein, wie ich Gizmo kenne, wird er meine... Eine Klappe. Da ist ein Loch in der Plattform. Nein, dies ist ein Tag. Moment. Aha. Da haben wir jetzt die Klappe befestigt. Na. Wenn das uns mal nicht weiterbringt. Klappe ist offen. Wir können jetzt also auch nicht in den Ärztebereich, aber wir können hier von unten hinein. So, und dann von hier aus, mit dem Dietrich können wir die ganzen Schlösser öffnen hier. Ja. Ich will hier raus. Dietrich. Zellengitter. Ja. Und jetzt, in dem Dietrich bekommen wir doch einiges auf, oder? Herr Dietrich, sagen Sie uns mal. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Eine Spritze. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Ja. Also, jetzt haben wir hier eine Spritze und Aufputschmittel. Aufputschmittel. Ja, sehr nice. Das können wir dort unten aber auch den Motor, das Auto aufmachen. Rufus? Stecken geblieben. Da geht's wohl nicht mehr lang. Dann halt nicht. Die Motorhaube, nein, nicht die Motorhaube, aber das Auto, das können wir doch jetzt öffnen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter. Was? Nicht einmal Darm ist das über. Aha. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Ach was. Können wir jetzt nicht die Motorhaube mit öffnen? Braucht man den Hebel in? Anderer. Da bin ich aber jetzt überrascht. Dietrich Stier. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Was? Ah, okay. Ja, gut, das hatten wir schon.
Hm, so weit waren wir schon mal. Stierblut? Check. Stierblut. Ja, da hätten wir was, was wir brauchen können. Motorhaube, die können wir wirklich nicht öffnen. Okay, na dann. Mal auf zu Tonys da, wo wir dann das reintun können in die schöne Presse dort, in die Kaffeemühle, meine ich. Müssten wir doch jetzt alle Zutaten haben. Zumindest was das Pulver angeht. Das Wasser, ja, das Stierblut haben wir schon. Wie wir das klare Wasser kriegen, das weiß ich auch noch nicht ganz, aber ja. Erstmal hier so. Hier so, da so. Mühle. Dann hätte ich hier doch mal Stierblut. Oder erstmal auf Putschmittel. Ist auf egal. Putschmittel. Na dann. Aha. Und? Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Aha. Was haben wir denn da? Kaffeepulver. Dann brauchen wir jetzt nur noch das Wasser für den Kaffee. Na, sehr gut. Wir haben Kaffeepulver. Na, das freut mich doch, das ist doch spitze. So können wir weitermachen. Was sagt der Plan? Kaffeepulver haben wir. Und hier belebende Flüssigkeit. Energiereiches Wasser und klares Wasser. Jau!